Hey Leute, ich möchte mich zuerst mal für 2000 oder sogar schon über 2000 Abonnenten bedanken. Das ist echt so krass, wie schnell das in letzter Zeit ging. Also vor gefühlt 2 Monaten hatte ich noch 1500 und jetzt auf einmal 2000. Also es sind echt mega schnell mega viele Abonnenten dazugekommen. Also vielen, vielen Dank an euch, an alle neuen Abonnenten und natürlich auch an alle die, die mich schon seit Anfang an verfolgen. Ich mache ja nun schon fast seit 2 Jahren YouTube und wenn ich mich mal an meine Anfangszeit zurückerinnere, war ich damals echt total unsicher im Vergleich zu jetzt und ich hatte echt große Angst vor der Meinung anderer, wollte sogar, wo das rausgekommen ist, dass ich YouTube-Videos mache, meinen Kanal löschen, weil ich echt so eine Angst hatte, dass da irgendjemand was gegen mich sagt oder so. Und das leitet uns zu unserem heutigen Thema, nämlich wie ich gelernt habe, darauf zu pfeifen, was andere von mir denken. Und ich weiß, darauf zu pfeifen ist ein blödes Wort, aber das andere kann ich ja jetzt nicht sagen hier. Ihr wisst, was ich meine. Und es ist natürlich so, dass man als YouTuber oder wenn du halt eben irgendwie in der Öffentlichkeit stehst und auf sozialen Medien sehr aktiv bist oder so, also vielleicht auch auf Instagram viele Bilder postest oder so, dass man da halt mehr im Gespräch ist, als wenn man eben in dem Sinne ein bisschen im Hintergrund steht, aber es gibt natürlich immer Leute, die dich aus irgendeinem Grund nicht mögen oder irgendwas gegen dich haben. Und heute werde ich so ein bisschen mal meine Prinzipien darlegen, die mir eben geholfen haben, dass mir das halt einfach alles total egal ist, was eben Leute Negatives über mich denken oder sagen. Und los geht's! Also das sind praktisch Prinzipien, die ich mir so ein bisschen zurechtgelegt habe, die ich eben je nach Situation anwende, um mich selbst zu beruhigen, wenn ich eben höre, dass irgendjemand das gegen mich sagt oder wenn sogar Leute mir ins Gesicht irgendwas Negatives über mich oder über meinen Kanal sagen. Und ja, dann legen wir mal los mit dem ersten Prinzip, was ich mir halt immer so sage. Und zwar ist das, in so und so vielen Jahren siehst du die Leute alle nie wieder. Es ist halt echt so, also besonders wenn man eben an der Schule ist und wenn du dort halt Hater hast, ist es ja so, dass du irgendwann aus der Schule raus bist und dass du die Leute dann, also sind wir mal ehrlich, du siehst sie dann ja echt nie wieder. Und gerade wenn man jetzt vielleicht so 7., 8. Klasse ist, kann man sich halt sagen, okay, in 4 Jahren bin ich hier raus. In 4 Jahren oder beziehungsweise in 2 Jahren, wenn man an der Realschule ist, dann sehe ich die nie wieder. Und bei mir ist es eben auch so, ich hatte halt mir dann am Anfang gedacht, wo ich dann halt wieder, ich kam dann gerade in die 10. Klasse, wo ich mit YouTube begonnen habe, da habe ich dann so gedacht, naja, selbst wenn ihr jetzt was gegen mich sagt, in 2 Jahren sehe ich euch eh nie wieder. Und man sollte sich ja auch nicht deswegen extra ändern für die Leute, die einen in der Schulzeit nicht mögen, denn in 2 Jahren, wie gesagt, siehst du die halt eh nie wieder. Und das hat mir echt sehr, sehr geholfen in der Anfangszeit von YouTube. Ich bin mal auch so cool und habe so ein Fruit-Infused Water hier gemacht. Es ist mit Gurke und Limette und schmeckt sehr gesund. okay, das zweite Prinzip, was ich mir so ein bisschen festgelegt habe, ist, schlechte Presse ist besser als gar keine Presse. Also das ist ja so ein Sprichwort von Stars, denke ich mal. Also zumindest habe ich das schon oft gehört. Und es ist ja eigentlich wirklich so. Also ich amüsiere mich dann immer, wenn eben Leute schlecht über mich reden oder wenn ich gehört habe, dass Leute über mich irgendwie gelästert haben oder so, dann denke ich mir dann immer so, Mensch, da interessiert sich aber jemand ganz schön doll für mein Leben. Und ich habe mir dann immer so gedacht, okay, dann reden sie halt über mich, aber dann bist du halt im Gespräch und dann heißt es ja eigentlich, dass sich die Leute für dich interessieren. Deswegen, schlechte Presse ist besser als gar keine Presse. Also für mich ist das besser, als wenn sich halt gar niemand irgendwie für mich interessiert. Dann reden sie eben schlecht über mich. Das dritte Prinzip ist, glaube ich, auch ein bisschen aus der Welt der Stars aufgegriffen. Und zwar, wenn du keine Hater hast, hast du was falsch gemacht. Es ist ja oft so, wenn man richtig Leute hat, die einen überhaupt nicht mögen, also die einen richtig hassen, Hater halt, dann ist es ja meistens darauf zurückzuführen, dass sie irgendwie neidisch auf dich sind und neidisch auf das, was du erreicht hast, auf deinen Erfolg. Und das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass du es geschafft hast, dass du Erfolg hast. Und wenn euch eben Leute richtig abgrundtief hassen, dann müsst ihr euch erstmal überlegen, hassen die euch jetzt eigentlich, weil ihr irgendwie so eine furchtbare Person seid, was ja eigentlich 90% der Fans sicherlich nicht so ist, sondern sie hassen euch wahrscheinlich, weil ihr was geschafft habt, was sie gerne geschafft hätten, aber es halt nicht gemacht haben. Und deswegen sind sie halt einfach neidisch auf euch und das ist ja wiederum positiv. Deswegen muss man das immer ein bisschen abwägen und das ist dann auch wieder was mich in solchen Situationen beruhigt, wenn ich eben besonders höre, dass über meinen YouTube-Kanal schlecht geredet wird. Ich denke mir dann immer so, mach's erstmal besser. Das letzte Prinzip klingt ein bisschen unmoralisch und zwar ist es dieses, jemanden anders runtermachen, um selber größer dazustehen. Allerdings mache ich das nur im Kopf. Wenn ich zum Beispiel beleidigt werde oder wenn mir wirklich jemand was Dummes gegen mich sagt und mir das persönlich ins Gesicht sagt, ist es
oftmals sicherlich cool, wenn du ein Konto parat hast, aber aus Erfahrung muss ich auch sagen, ist es manchmal besser, einfach zu schweigen, um nicht noch mehr Hass auf dich zu ziehen, wenn zum Beispiel da eine Gruppe von Leuten noch rundherum steht, die dich halt auch nicht besonders mögen, dann solltest du da jetzt vielleicht nichts kontern. Ich stehe dann manchmal nur da, lächle ein bisschen, lasse es an mir abprallen und in meinem Kopf mache ich die Person einfach mal so richtig dumm. Ich meine, in dem Moment, klar, klingt es jetzt nicht so moralisch, aber ich finde, solange man das nicht ausspricht, verletzt man ja auch niemanden damit und dann ist es ja auch nicht böse. Wenn du das nur im Kopf machst und niemanden sagst und auch nichts gegen die Person machst, dann ist es ja alles rechtens, oder? Und ich finde, in dem Moment gibt mir das schon echt viel Kraft, selbst wenn ich es nicht ausspreche. Und das ist ja das, was zählt, dass du einfach in der Situation stark bleibst und dann einmal eine Nacht drüber geschlafen, weißt du das dann eh nicht mehr, was die Person so genau zu dir gesagt hat, um dich zu beleidigen, und dann ist ja auch alles wieder gut. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es ein bisschen ernster war heute, aber ich denke mal, dass es im Kontrast zum letzten Video auch mal eine gute Abwechslung war. Es tut mir übrigens leid, dass ich letzte Woche nicht hochladen konnte. Es lag daran, dass ich halt die Woche zuvor in London war, was übrigens ziemlich cool war. Und dann hatte ich halt über das Wochenende einfach keine Zeit gehabt, ein neues Video zu drehen. Aber deswegen kommt ja heute eins und ja. Ich wünsche euch eine schöne Woche und schöne Ferien, falls jemand von euch auch schon Ferien hat. Denn ich habe jetzt 6 Wochen Sommerferien, was ziemlich cool ist. Sind ja meine letzten richtigen Sommerferien. Ja, macht was Schönes in der Zeit und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Tschüss!